Hey, hey, Disco hier, herzlich willkommen zur Bitcoin-Info-Manager 477 heute am 29. Oktober. Wir sprechen über Börsen heute, über Poloniex, da gab es ein paar Unstimmigkeiten, dann über die OKX und Canadian Bitcoin Exchange Maple, wie heißt er? Ich habe den Namen vergessen, sage ich euch gleich, Maple Change, so heißt der Exchange. Der wurde nämlich gehackt, beziehungsweise vielleicht ist es auch ein Exit-Scam. Und wir sprechen über noch zwei weitere coole Sachen. Kitty, Crypto Kitties und heute Abend die Roadshow in Essen. An erster Stelle hier mal ein paar Grüße an Prince Wallet. Ja, viele Grüße an dich. Aber wir gucken uns mal an, der Preis, wo wir aktuell stehen. Wir stehen bei 6.398, also relativ stabil, wie wir es ja kennen hier. Und ja, gucken wir mal, was heute ist. Ja, heute könnte man wirklich sagen, heute ist Exchange Monday. Es geht alles um die Börsen. Ja, und es gab jetzt ein paar News, dass die bekannte Kryptobörse Poloniex die Nutzervereinbarung geändert hat. Und da steht auch drin, dass Deutschland nicht mehr oder dass deutsche Nutzer ausgeschlossen werden. Ja, das war vor einer knappen Woche, wo sie es bekannt gegeben haben. Und die Website von Poloniex und die Dienstleistung richten sich nicht an Personen, die ihren Wohnsitz haben in China, Deutschland, Pakistan, New Hampshire, New York, Washington, Vietnam oder anderen Abschnitt 37 definierten Gebieten. Also Deutschland fällt darunter, warum auch immer. Und es gab eigentlich so eine Gnadenfrist bis zum 18. Oktober, das heißt, neue Leute konnten sich nicht registrieren. Aber dort wurde zurückgerudert. Also Poloniex schließt die Türen für Deutschland doch nicht, so wie es scheint. Und hier BTC Echo auch berichtet. Ja, das geht nämlich aus dem Update hier von gestern hervor, denn nach der Äußerung von Poloniex werden deutsche Nutzer doch nicht ausgeschlossen. Der Grund dafür war über den Passus über Deutschland war ganz einfach, dass bestimmte Anwendungsfälle von Kryptowährungen in Deutschland untersagt sind oder zumindest regulatorisch kompliziert. Was genau das bedeutet, das sagt Poloniex nicht, aber es scheint wohl, dass die Deutschen jetzt vielleicht doch nicht davon betroffen sind. Das muss man nochmal genau klären, was da abgeht. Eigentlich hieß es da, dass man bis zum 18. November seine Coins runterholen sollte. Poloniex ist ja eine Börse, vor ein paar Jahren war die wirklich eine große Börse, hat zu den Top-Playern gehört. Mittlerweile wurde sie ja von Circle gekauft und verschwindet immer weiter. Weiter unten, was das Volumen angeht und so weiter und so fort. Aktuell nur noch auf Platz 22. Muss man gucken, ob man das macht. Coins auf der Börse lassen ist ja immer gefährlich. Aber wenn ihr Coins auf Poloniex habt, zur Sicherheit, lest es nochmal genau durch. Unter Umständen holt die Coins dort runter. Und bleiben wir bei den Börsen. OKX, die weltweit größte Kryptobörse nach dem bereinigten Handelsvolumen, das war in den letzten 24 Stunden über 400 Millionen Dollar, die hat sich dazu entschieden, 50 Währungspaare aus dem Betrieb zu nehmen aufgrund von niedriger Liquidität und schwachem Handelsvolumen. Ja, gute Nachrichten dabei sind, dass die Wallets weiter bestehen bleiben, sondern nur, dass die Währungspaare hier entlistet werden. Und das heißt, der Token bleibt weiterhin auf der Börse bestehen. Ja, das heißt, du musst sie nicht verkaufen oder woanders hinschieben. Das ist schon mal ganz gut. Und der Geschäftsführer, der sagt von OKX, das ist so eine Art Frühjahrsputz. Und er sagt, als Marktführer sind wir einfach dafür verantwortlich, ein robustes Ökosystem zu fördern. Und wir müssen jetzt bei schwachen Token handeln. Ja, und ganz klar ist es für ihn, eine Börsennotierung zu erhalten, ist nicht endgültig, sondern gute Leistung beizubehalten. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Ja. Und man sieht so, einige andere Börsen haben auch schon viele Coins rausgenommen. Natürlich fallen viele Coins dann extrem stark ab. Ja, und nichtsdestotrotz finde ich es ganz okay, dass hier wenigstens die Wallets bestehen bleiben. Ja, bleiben wir bei den Börsen. Heute ist Börsentag, wie ich es gesagt habe. Ein Big Exchange wurde gehackt. Es ist nur ein sehr kleines Exchange, das Maple Exchange aus Kanada. Und die Frage ist halt, wurden sie wirklich gehackt? Sie haben auf Twitter gesagt, hey, wir haben kein Geld mehr, um irgendeinen zurückzuzahlen.
was passiert ist, es gab einen Bug, einen Fehler und einige Leute konnten alle Konten, alle Coin-Konten leer räumen beim Exchange. Und ja, was hier ein bisschen komisch ist, dass Maple Exchange den Twitter und die ganzen Social Medias gelöscht hatte letztendlich. Und da waren keine, nicht mal 2000 Follower, glaube ich, bei denen auf Twitter. Ja, wenn man sich das mit Coinbase jetzt vergleicht, da sind es über 1 Million Twitter-Follower oder auch andere Börsen, die viele Follower haben. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr kleines Exchange. Ja, das Geld ist jetzt weg. Viele vermuten ein Exit-Scam, was das Timing angeht, weil das Volumen und die Traffics auf der Webseite waren wohl recht hoch in der letzten Woche. Und ja, auch, dass diese Nachricht dann am Sonntagmorgen kam, wo die meisten Leute schlafen, ja, scheint für einige verdächtig zu sein. Nichtsdestotrotz, Fakt ist, das Geld ist weg. Auch hier sieht man wieder, ja, wie gefährlich es sein kann, Geld auf Börsen, vor allem kleineren Börsen, liegen zu lassen, die keine Versicherung oder sonstiges haben. Ja, also Leute, wenn ihr eure Coins wirklich sicher verwahren wollt, dann eigenes Wallet, Paper Wallet, Hardware Wallet oder wirklich, ja, ihr müsst die Private Keys kontrollieren, nur dann gehört das Geld auch wirklich euch. Tja, so kann es gehen. Ja, mal gucken, was für ein News da noch an zutage kommt, ob es jetzt wirklich ein Exit-Scam war von Maple Change oder vielleicht doch nur ein Hack. Ja, wir bleiben dran. Ja, dann etwas, ja, ein Thema, das ist schon ein bisschen länger her, CryptoKitties. Vielleicht erinnert ihr euch an diesen Hype der Digital Collectibles CryptoKitties, die man dann kaufen konnte, wo man sich paaren konnte, und da wurden teilweise 100.000 und mehr für ein so ein Crypto-Kitty bezahlt. Ich habe auch ein paar Kitties. Der Hype ist danach relativ schnell wieder abgestürzt. Kaum noch Bewegung auf der Seite. Die Frage ist halt auch, was sollen wir mit diesen Crypto-Kitties machen? In 22 Stunden oder noch weniger, ich glaube, in 21 Stunden, das heißt morgen früh, startet eine neue Seite und die nennt sich Kitty Fight. Ja? Das heißt, du kannst hier deine Crypto-Kitties in einem Spiel gegeneinander kämpfen lassen. Das Verlierer-Kitty wird quasi gelöscht und kommt in die Crypto-Kitty-Hölle, ja. Und damit kann man Geld verdienen, also ETH verdienen, der Gewinner verdient dann Geld. Und ja, das scheint etwas zu sein, was sehr, sehr lustig wird. Und da gibt es also so eine grafische Oberfläche, wie man das sich vorstellen kann. Die Katzen kämpfen dann gegeneinander. Und ja, das bringt vielleicht wieder ein bisschen Bewegung in die Crypto-Kitty, in die eingeschlafene Crypto-Kitty-Szene rein. Wie das Ganze ablaufen wird, hey, keine Ahnung, es dauert ja noch einen Tag, bis das losgeht. Ich bin auf jeden Fall am Start, werde meine Crypto-Kitties mal kämpfen lassen, wenn ich verstanden habe, wie das Ganze hier funktioniert. Auf jeden Fall hier ein ziemlich cooler Use Case, ja, so ein eingeschlafenes Projekt für CryptoKitties durch Kämpfe wieder zu beleben. Ja, ich bin gespannt. Dann noch etwas für heute Abend, für alle Leute im Ruhrgebiet oder hier in der Nähe vom Ruhrgebiet. Heute Abend ist die Dash Roadshow in Essen im Blockchain Hotel. Das Ganze geht los um 18 Uhr bis 21 Uhr. Ja, wenn ihr da teilnehmen wollt, ich bin wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich, also ich bin wahrscheinlich da, nicht wahrscheinlich, ich bin da, sagen wir es so. Ja, also heute Abend Dash Roadshow, wo es halt um das Thema Dash ein bisschen geht, und ja, alles, was damit zu tun hat. Sehr, sehr spannend, ich freue mich schon. Und ja, dann sehen wir uns vielleicht heute Abend in Essen. Das war's so mit den heutigen Themen. Wir gucken aber nochmal auf die Marktkapitalisierung. Da liegen wir aktuell bei 209 Milliarden. Trading-Volumen ist knapp 10 Milliarden. Bitcoin-Dominanz weiterhin bei 53,7%. Bitcoin leuchtet grün, das stimmt nicht. Ich gucke gerade nach. Er muss ein bisschen rot leuchten. Er leuchtet leicht rot, so gestern. In den Top 20 hat sich auch kaum was bewegt. 1% mal plus, 0,5% mal minus. Also nicht viel Bewegung hier wirklich drin. Top-Gewinner ist NXT mit 14% zum Vortag und Polymath mit 12%. Top-Verlierer ist Veritaserum und Eternal Token mit 6% minus. Also, Volatilität beim Bitcoin ist wirklich gering. Viele glauben jetzt, es gibt bald in den nächsten Tagen einen großen Ausbruch nach oben oder vielleicht sogar nach unten. Alles ist möglich. Ich bin gespannt und freue mich auf die nächste weitere Woche hier mit euch zusammen. Und vielleicht sehen wir uns heute Abend auf der Roadshow, der Dash Roadshow in Essen. Bis dahin sage ich wie immer, macht gut, schwenkt den Hut. Let's fight the forces of evil in Bitcoin and cryptocurrency we trust. Bam!